Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es einen leckeren Food Haul und ich hatte auch sehr viel Hunger beim Einkaufen. Größter Fehler, ich weiß, deswegen habe ich so viel eingekauft. Wir waren jedenfalls bei Dance gewesen, deswegen ist das hier so ein Bio-Veganer-Haul, würde ich sagen, weil ich habe echt sehr coole vegane Sachen auch gefunden und auch welche nachgekauft, die ich gerne sowieso immer da habe. Wie zum Beispiel Mandelmus, ein Must-Have, ich liebe das. Ich mag am liebsten das Dunkle jetzt mittlerweile. Ich mag das einfach auf Brot oder auch Soßen damit zu machen oder auch bei Pancakes, oh mein Gott, bei Pancakes bei mir so ein Must, einfach immer das, dann mit ein bisschen Sojajoghurt, ein bisschen Früchte drauf, fertig aus. Das ist eigentlich das Geilste, oder bei Waffeln etc. Eigentlich alles, was süß ist, mag ich super gerne mit Mandelmus. Das ist so teuer, das ist das Problem, ne? Ich wollte es auch mal selbst machen, aber Mandeln im Ganzen sind ja auch recht teuer, von daher kaufe ich, also habe ich es bisher einfach immer noch fertig gekauft. In meinem Müsli auch das mitgenommen, und zwar von Spielberger Mühle. 6 Kornflocken sind das, und zwar Hafer, Weizen, Roggen, Gersten, Reis und Dinkelflocken. Finde ich eine coole Mischung. Und Sonnenblumenkerne mag ich auch ganz gerne da drin haben. Vor allem super, super gesund. Super gesund, also überhaupt Kerne. Das wollte ich sowieso viel mehr in meine Ernährung mit einbinden, Kerne. Auch Kürbiskerne auf Salaten streuen oder auf gedünstetem Gemüse. Oder ich mache ganz gerne Gemüse im Ofen, also Brokkoli oder was auch immer. Und dann so ein paar Samen drauf, ist auch geil. Ja, nur mal so als kleine Idee. Oder in Pfannkuchen mit einbacken, das ist auch lecker, also so einen kleinen Crunch. Dann als nächstes, mir läuft schon das Wasser zum Mund zusammen, obwohl ich schon gegessen habe. Also sieht lecker aus, das Zeug hier. Und zwar habe ich einmal nochmal Basmati-Reis geholt. Vollkorn ist das. Ich liebe Basmati-Reis, mein liebster Reis. Vollkorn. Dann hat man einfach noch mehr, noch mehr Nährstoffe als in einem geschälten Reis. Als nächstes brauchte ich wieder Kaffee. Ich habe ja immer diese ganzen Bohnen, weil ich die gerne mit der Hand noch mahle und dann einfach in so eine French Press gebe und ihn so genieße. Und den habe ich schon öfter gekauft. Das ist von Original Food Gourmet Café Wiener Röstung. Die schmeckt ganz gut. Ja. Jetzt habe ich wieder mal Bio-Seitan-Basis-Mix gekauft. Das ist ja so ein Gluten-Mix, das man nochmal verfeinern kann und verschiedene Sachen daraus zaubern kann. Ich bin immer noch herumexperimentieren, habe einiges schon mal in meinen Faloma Weekends gezeigt. Falls ihr mir da folgt, habt ihr es auch gesehen, hatte ich einmal Würstchen gemacht, solche wie so Rostbratwürstchen. Die waren nicht schlecht, also die sahen geil aus. Meine Mischung hätte noch ein bisschen besser sein können, von der Gewürzemischung meine ich jetzt. Oder ihr hattet vielleicht auch meinen Taste-Test gesehen mit dieser Ente aus der Dose. Das ist nichts anderes eben als Seitan, also so ein Gluten-Mix. Genau. Und das kann man zum Beispiel auch daraus machen. Also man muss es halt gut würzen oder marinieren oder danach panieren, was auch immer, oder Soßen dran machen. Dann hat man halt von dem, zumindest vom Geschmackserlebnis oder von der Textur so das Gefühl, als wären das so Fleischfasern. Und das ist ganz interessant eigentlich, um ja vegetarische, vegane Küche so ein bisschen kreativer zu gestalten, sage ich mal. Der Tofu, und zwar dieser hier mit Basilikum. Ich hoffe, dass der so ist, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich am Bahnhof bin, dann hole ich mir ganz gerne vom Bäcker, wie heißt der nochmal, Lekroback, diese veganen belegten Baguettes, Caprese. Genau, und das ist so eine, das ist eben dieser Tofu mit Basilikum. Das ist genau das gewesen. Und dann haben die einfach typisch Caprese eben Tomate und Basilikum und ein bisschen Balsamico-Essig und Öl drauf gegeben. Und es schmeckt so geil, sage ich euch. Also das ist eine gute Alternative zu Mozzarella, muss ich sagen. Also von der Textur ist es halt auch ähnlich. Und durch diesen Basilikum schmeckt es total lecker einfach. Perfekt schon für Caprese. Genau. Und das wollte ich machen mal. Ich hoffe, dass es genauso schmeckt. Dann als nächstes, ich sag ja, es ist ein größerer Haul, also bleibt noch dran, habe ich das mal mitgenommen. Das sind bunte Hülsenfrüchte, ist ganz cool, so ein Mix. Grüne Erbsen, rote Linsen, Split, Linsen, also normale Linsen, Kidneybohnen, weiße Bohnen und Azuki-Bohnen. Ich liebe Bohnen, ist eine super Proteinquelle und man kann das einfach ganz toll für Suppen, Eintöpfe oder auch so ein Bohnengemüse draus machen. Oder verschiedenes einfach. Also ich esse ja ganz gerne Quinoa, wenn ihr mich kennt, und mische das auch ganz gerne mit Bohnen. So hat man halt schon mal einen guten Mix zusammen, und das, ja. Als nächstes habe ich mir das hier mitgenommen. Das habe ich jetzt zum ersten Mal mitgenommen. Mag aber die Marke ganz gerne, Sojade.
Und zwar mag ich den Soja, den Natur-Soja-Joghurt davon am allerliebsten. Das finde ich, also ich finde, das ist der beste Soja-Joghurt. Der ist super, super cremig, total lecker. So einfach so reich schmeckt der, so sehr reichhaltig. Man kann super Dressings oder Soßen damit machen. Aber das habe ich jetzt gar nicht mitgenommen, weil ich hatte noch welchen da. Deswegen habe ich das mal ausprobiert. Das ist mit Hanf. Ein Schokoladen-Quasi-Pudding, wie so ein Schokopudding. Das war auch im Kühlregal. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Von Alpro oder so, glaube ich. Die haben auch so Schokopuddings. Die mag ich nicht gar nicht. Finde ich furchtbar. Deswegen, ich bin gespannt, wie das hier schmeckt. Jetzt habe ich das gefunden, auch das erste Mal, von My Love, My Life. Macchiato Mandel Drink. Das fand ich ganz interessant, weil bisher kannte ich das gar nicht. Also entweder ist das immer mit Kuhmilch oder eben mit Sojamilch, und das ist mal nicht, also weder noch, sondern mit Mandelmilch. Das ist eine coole Alternative. Peaches, ne? Ey, immer wenn ich mit euch rede hier, ist Peaches voll auf Zack. Okay. Der war eben draußen, jetzt ist er wieder rein, jetzt will er wieder raus, aber die Tür ist zu. Sorry. Muss warten. ja, auf jeden Fall finde ich cool. Ich glaube, ich probiere das mal. Also, ich habe es geschüttelt. Sehr schaumig. Ey, der hat so ein Rad abgerannt. Sorry. Er schmeckt sehr süß, finde ich. Also ist mir ein bisschen zu süß. Aber er schmeckt sehr so nach Macchiato, ja? Also es ist eine gute Mischung vom Verhältnis her von Milch und Kaffee. Der Kaffee kommt gut raus. Schmeckt lecker, aber nur ein Ticken zu süß, weil ich süße ja meine Sachen normalerweise nicht, also mein Kaffee. Das ist hier auch zum ersten Mal, das fand ich voll interessant. Veganer Aufschnitt auf Weizenbasis wieder, also so wie das Seitan, aber auf so eine Schinkenart, Pfeffer. Ich glaube, das muss ich jetzt auch mal probieren. Weil das, also es sieht cool aus, und ich dachte mir nämlich für Sandwiches, ich habe nämlich in letzter Zeit wieder so Bock auf so coole Sandwiches. Und es riecht sehr würzig. Also es lässt sich ziehen wie so ein, wirklich wie so ein Schinken, wie so ein Push, wie heißen die? Wie, oder wie Bressaola, so. Okay, wisst ihr, wie das schmeckt? Und das mochte ich früher ganz gerne. Bündnerfleisch. Das ist so ein Rinderschinken. So ähnlich wie Bressaola, sowas in der Art. Es schmeckt genauso. Okay, Leute. Für die Vegetarier, wenn ihr das, auch diesen Geschmack so mögt, und sowas zum Beispiel auf eurer Pizza oder Flammkuchen oder sowas haben möchtet, das ist schon eine geile Sache. Schmeckt gut, schmeckt sehr gut. Hat so eine leichte Süße, leicht rauchig, würzig. Hat auch so ein bisschen so nach Eisen. So, das klingt immer so eklig, ne? Aber so blutig, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, dann als nächstes habe ich das hier, das ist neu von Promavel, und zwar Hafer- und Mandelmilch gemischt. Und das war ganz gut, weil ich stehe oft vorm Regal und denke mir, was, Hafer jetzt oder Mandel? Und das war halt beides, deswegen habe ich mal das genommen. Ich habe letztens auch mal Hafermilch selbst gemacht. Das war ganz gut sogar. Es war sehr lecker. War besser als jede gekaufte. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Es war auch nicht so viel Aufwand. Das hatte ich auch mal am Weekend gezeigt. Sorry, aber ich kann ihn nicht abschalten, ne? Ist so. Der will halt jetzt schon. Aber Mandelmilch war mein nächstes Experiment, das ich noch angehen möchte. Das muss immer her. Ich liebe das von Zwergenwiese. Die mischen immer so zwei Sachen zusammen. Und ich liebe das so sehr auch für Soßen oder auch für Pastasoße. Das hier und mit ein bisschen Mandelmilch ergibt es eine richtig geile Pastasoße, die sehr cremig ist und super lecker ist. Also kann ich nur empfehlen. Dann als nächstes, das fand ich sehr interessant. Und zwar ist es Jack's Fruchtfleisch. Man sieht schon hier die Jackfruit. Das ist ja jetzt so das Ding in der Food- oder im veganen Food-Bereich gewesen, dass man mit einer Jackfruit eben ja, Barbecue machen kann oder einfach diese unreife Jackfruit benutzen kann wie Fleischersatz. Und das kann man ja in Dosen kaufen. Ich habe auch welche da. Ich wollte unbedingt nochmal sowas ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich das auch mal mit euch filmen da zusammen. Aber das ist jetzt schon so ein Fertiggericht, und zwar junges grünes Jackfruit-Fruchtfleisch geschnetzelt. Und das kann man dann benutzen wie, sogar auch mit Gewürzen schon, ja, wie Bolognese oder einfach wie Hackfleisch. Das fand ich auch sehr interessant. Das war eher so ein Probieren. Ich hoffe, dass es kein Flop ist. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Von Typhoon Feto. Und zwar ist das fermentiertes Tofu-Produkt mit Kräutern. Es gab auch Natur und es gab auch Paprika. Und ich habe halt das genommen, und das ist quasi wie Feta. Und wenn das so geil ist wie Feta,
dann wäre das echt eine geile Alternative, weil Feta mag ich eigentlich schon ganz gerne. Aber ich will echt jetzt versuchen, auch generell, also ich sag's jetzt so, ne? Jetzt nicht haten, wenn es nicht klappt oder wenn mal irgendwas gezeigt wird, aber ich versuche einfach generell weniger auch generell Milch, also Kuhmilchprodukte zu mir zu nehmen. Und deswegen suche ich gerade nach Alternativen. Aber es heißt nicht, dass ich das komplett ausschließe jetzt gerade. Noch nicht. Aber ja, so sieht das aus. Ich bin gespannt, wie das ist. Und dann habe ich auch noch, weil ich eben schon davon sprach, so einen Käse mitgenommen. Also so ein Veggie-Käse, den man ganz gut nehmen kann, eben zum Sachen überbacken und so weiter. Die Sonne geht unter, es wird immer schlimmer, sorry. Jetzt sind wir auch schon bald am Ende und zwar gibt es jetzt noch das von Rapunzel, eine Nuss-Nougat-Creme, vegan. Also quasi wie Nutella, ne, aber ohne Milch. Oh, die riecht gut. Mal testen. Schmeckt sehr, sehr, sehr geil. Sehr nussig, vor allem. Viel nussiger als Nutella. Okay, die Sachen muss ich jetzt mal wegpacken in den Kühlschrank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Vielleicht hat euch was inspiriert. Sorry, wenn das Licht so schlimm ist jetzt. Aber es wurde gerade so extrem dunkel auf einmal. Und sorry wegen Peaches, aber ich kann nichts dafür. Ne? Er lebt halt auch hier. Also, vielen Dank wieder fürs Zusehen und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Also unbedingt den Kanal abonnieren, da verpasst ihr auch nichts hier. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.